Servus, Ahoi und guten Tag an alle Freunde. Herzlich willkommen bei MX Fishing Germany. Heute mal ein kurzes Video von mir und zwar von der Teichanlage Finkenbach. Und heute geht es eigentlich nicht ums Angeln, sondern natürlich geht es ums Angeln, aber es geht nicht um den praktischen Teil, sondern ich erkläre euch heute ein bisschen so das Spoon 1x1. Also ich versuche das Ganze ziemlich kurz zu fassen und wie immer natürlich das Video mit ein paar Fängen von heutigen Tag zu würzen. Es war heute leider nicht so gut, also es war schwierig. Ich habe trotzdem etwas gefangen, mit einer kleinen Überraschung sogar. Das kommt aber noch im Video. Also fangen wir mal an. Spoons, was hat es überhaupt auf sich? Welche Spoonarten gibt es? Was benutze ich wann? Wie gesagt, probiere ich das Ganze kurz zu fassen, damit das Video nicht über 5 Tage geht, sondern nur vielleicht 15, 16 Minuten. Damit ihr so mal die Basis habt, was das Spoonfischen angeht. Also rein nur die Spoons. Fangen wir mal an. Es gibt nämlich verschiedene Formen von den Spoons und da muss man auch wissen, wofür sie eigentlich geeignet sind. Wir gehen jetzt nicht von der Farbe aus, vom Gewicht und so weiter, sondern einfach mal von der Form. Also so die standardmäßige Grundform, die ihr alle kennt, denke ich mal mittlerweile, das ist so ein Spoon. Ja? Dann gibt es solche Spoons. Ja? Und natürlich auch solche Spoons. Ja. Was ist jetzt was? Also wie unterscheide ich einen aktiven Spoon, einen semi-aktiven oder passiven Spoon und einen Spoon, der vielleicht eine ganz spezielle Form, ganz spezielle Spiele hat. Also Freunde, wenn ihr so eine Form habt, also etwas breiter nach hinten, eine große Wölbung, so wie jetzt auch in dem Fall, dann ist das ein aktiver Spoon. Ein Spoon, der viel Druck im Wasser macht, der sehr stark nach außen ausbricht beim Einziehen, beim Präsentieren. Auch so wie der Spoon jetzt, ja, ziemlich breit nach hinten. Das sind Spoons fürs aktive Fischen. Wann fischen wir aktive Spoons? In der aktivsten Zeit. Also morgens, abends, nach dem Besatz. Das sind so die aktivsten Formen des Spoons. Die Gewichte sind natürlich dann dafür da, um den Horizont zu halten, also die Tiefe, in der ihr fischen wollt und auch auf die Weite zu kommen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so einen breiten Spoon nehme, der jetzt 1,5 Gramm wiegt, ist dann auch klar, dass der in der obersten Schicht laufen wird und natürlich kann ihn auch absinken lassen, aber beim Einkurbeln, beim Einziehen wird er viel schneller nach oben steigen. Deswegen wähle ich die Gewichte aus, also für den Horizont, wo ich fischen möchte, und vielleicht um etwas weiter rauszukommen. Ja, dafür sind diese verschiedenen Gewichte geeignet. Die Form ist da eigentlich wichtiger, was ich jetzt fische, aktive Fische oder passive Fische. Ein typischer Vertreter der semi-passiven oder passiven Spoons ist dann so eine Form.
Ja, ihr kennt sie alle so ähnlich. Das ist dann sowas wie ein Blatt vom Baum, ja? Eine länger gezogene Form, die jetzt nicht so stark gebogen ist. Ja? Oder auch so ein Beispiel. Das sind jetzt Formen für etwas passivere Fische oder für die Fische, die anfangen passiv zu werden. Also wenn ich gemerkt habe, morgens oder frisch nach dem Besatz beißt es ziemlich zügig, ja, und ich kriege viele Bisse und viele Kontakte mit dem Fisch, das ist die aktive Zeit. Wenn diese Zeit nachlässt, greife ich oder greifen wir allgemein zu diesen etwas schmäleren Formen, weil diese ein etwas axialeres Spiel haben. Also der Spoon läuft dann so um die eigene Achse etwas mehr und bricht hinten nicht so stark aus beim Einkurbeln. Auch diese typische Form, das ist jetzt so die semi-passive Form vom Spoon. Also hier greift ihr dazu, wenn die Fische anfangen passiver zu werden. Also nach der Theorie. Natürlich beweist die Praxis öfter mal auch, dass die aktiven Fische auch darauf gehen. Aber ein kleiner Schlüssel oder ein kleiner Tipp von mir, wenn die Fische anfangen passiv zu werden, allgemein passiv sind, benutzt eher schmälere Spoons, die kein so starkes Spiel haben. Etwas passiver einfach beim Einkurbeln umherschwanken. Kommen wir mal zu den speziellen Spoon-Variationen oder zu speziellen Spoon-Formen. Hier habe ich zum Beispiel einen von MX Lures, von meinem Brand. Das ist jetzt so ein ganz spezieller Spoon mit so einer ganz speziellen Form. Dieser Spoon hat ein eigenes Spiel. Er fängt jetzt sowohl passiv, aber auch aktiv. Und ich sag mal, in den Zeiten, wo wirklich ihr schon alles ausprobieren habt, ihr habt jetzt aktive Spoons probiert, ihr habt verschiedene Farben, verschiedene Tiefen ausprobiert und es läuft einfach nicht, dann greife ich zum Beispiel gerne zu diesen speziellen Formen. Also alles, was nicht normal ist, nicht so wie die ersten zwei Spoons, sondern jetzt hier so eine ganz spezielle Form hat, das bringt so den einen oder anderen Fisch oder kann euch sogar den ganzen Tag retten. Auch zu den speziellen Formen gehören solche Spoons. Ja, ganz breite, flache Spoons, die jetzt eigentlich dafür geschaffen sind, nicht nur beim monotonen Einkurbeln Fische zu fangen, sondern auch in dieser Phase, wo ihr den Spoon einwerft, kurz die Leine straff hält und den Spoon einfach absinken lässt. Vielleicht beim ganz, ganz langsamen Einkurbeln sinkt dieser breite Spoon, also extrem breite Spoons, die machen beim Sinken so ein spezielles Spiel, wo hin und her wackelt sozusagen, also von Seite zu Seite schwebt im Wasser. Und das bringt auch den einen oder anderen Fisch, gerade in der schwierigen Zeit, wo einfach nichts mehr geht. Ja? Also das sind dann die speziellen Formen des Spoons, wo man noch dazu greifen kann. Zum Beispiel habe ich euch schon in anderen Videos, wo ich am Bach fische, auch solche Spoons gezeigt, auch eine ganz spezielle Form. Dieser Spoon ist jetzt eigentlich rein fürs Fischen an Strömung geschaffen. Ja. Aber auch so einen Spoon könnt ihr sehr erfolgreich an einer Teichanlage benutzen, weil er wirklich sehr speziell ist. Ja. Also er hat auch ein eigenes Spiel, auch im Stillwasser. Und
manchmal stehen die Forellen halt auf diese ganz speziellen Sachen, also immer ausprobiert. So, jetzt kommen wir mal zu den Farben. Ein Tipp von mir, mit was beginne ich zum Beispiel morgens, wo die Sonne noch nicht so weit oben ist oder die Sonne noch gar nicht aufgegangen ist, ja, so in den ersten Morgenstunden, mit was fange ich überhaupt an? Ja. Also farbenmäßig ist es halt häufig so, dass wir erstmal uns das Wasser anschauen müssen, ob das Wasser trüb ist, klar ist, ob wir bedeckten Himmel haben, haben wir viel Licht oder haben wir wenig Licht. Also bei wenig Licht morgens, beim trüben Wasser oder auch allgemein bei wenig Belichtung, benutzt man natürlich ganz grelles Spuns. Ja, was heißt ganz grell? In dem Fall diese ganzen Neonfarben wie Grün, Gelb, Orange zum Beispiel, auch ganz gut, Pink, dieses Neon-Pink. Das sind so alles die Starterfarben und natürlich alle möglichen Kombinationen davon. Also jetzt Pink-Gelb, auch Grün. Das sind alles Starterfarben für aktive und auch etwas trübere Lichtverhältnisse und auch Wasserverhältnisse. Natürlich kann man dann auch mit der Zeit, wenn der Fisch passiver wird, die Sonne immer mehr rauskommt, das Wasser ist vielleicht klar, wie so oft bei mir jetzt hier an der Teichanlage Finkenbach, kann man zum Beispiel auch die Kombination nehmen zwischen aktiven Farben, also grellen Farben und etwas schlichteren, passiven Farben. Wie jetzt in dem Fall ein grün-gelber Spoon mit einem beigen Rücken. Ja? Das sind schon so diese Farben, wo ich mehr Licht habe und die Fische schon langsam ihre Aktivität einstellen. Ja, zur Mittagszeit ist es auch sehr häufig so, gerade im Sommer. Dann greife ich gerne auch zu schwarzen Rücken, zum Beispiel jetzt weiß, grün, gelb mit einem schwarzen Rücken. Ja, das sind so alles diese ganzen semi-passiven oder halbaktiven Farben. Ja. Zum Beispiel auch weiß mit blau, ja, das sind alles so semi-aktiv, semi-passiv Farben. Was aber auch häufig der Fall ist, wenn das Wasser ultra klar ist, wenn ich sehr gute Lichtverhältnisse habe, wenn der Fisch also sehr scheu wird, gerade zur Mittagszeit, wo diese ganzen grellen, extrem leuchtenden Farben nicht mehr funktionieren, auch die Silber-Gold-Rücken Farben nicht mehr funktionieren, also diese ganzen glänzenden Sachen, dann kommen bei mir in erster Linie solche Farben zum Einsatz, also dunkelbraun mit vielleicht etwas grelleren Punkten oder Streifen für den Anfang. Wenn ich aber merke, der Fisch ist extrem wählerisch und möchte einfach keine grellen Farben haben, dann greife ich gerne zu etwas dunkleren Spoons,